Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Diesmal wieder mit mir. Diesmal ein bisschen früher als normalerweise, als geplant oder als gewohnt. Es ist 5.30 Uhr, ich bin draußen. Schaut schon ziemlich frisch aus. Nur die Augen schauen aus wie Froschaugen. Naja, wir haben heute in der Nacht hier gezählt. Ich, die Lara und Michelle und ihre Schulkameraden. Schlafen am Boden ist zwar lustig, aber nicht angenehm. Aber ja, es war auf alle Fälle eine tolle Erfahrung. Die Leute schlafen noch. Ich bin der Einzige, der munter ist. Und die Michelle mit ihren Schulkameraden, die haben die ganze Nacht gar nicht geschlafen. Die haben Halligalli Drecksau-Party gemacht. Ich habe alles mitbekommen, weil ihre Zelt war genau neben meinem Zelt. Aber ja, ihr wisst ja, wie es ist. Also, wenn man mit der Freude irgendwo übernachtet, man kommt nicht her einfach zum Schlafen, sondern um Spaß zu haben. Deswegen war okay. Die Lara schläft noch. Ich werde jetzt mal zu Lara gehen, sie aufwecken, Zähne putzen und wir werden jetzt weiter ein Lagerfeuer machen. Schau mal, die Lara schläft noch. Kleine Lara. 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 Lara, Maus. Magst du aufstehen? Lara. Die Lara will noch schlafen. Dann lassen wir sie noch schlafen. Es ist auf alle Fälle viel zu früh. Oh, die Lara schläft sehr gut eigentlich. Na gut, dann gehen wir dann Feuer machen. Und schauen wir mal, was heute den Tag noch bringt. Wir sind schon zu Hause angekommen. Die Michelle und die Lara sind schon ins Haus reingegangen. Ich habe es leider nicht mehr gefilmt, weil die Michelle war zu müde. Dann habe ich sie ins Haus reingetragen. Die Lara spielt mit der Hunde noch im Haus. Also sie ist gar nicht so müde, weil sie hat schon ein bisschen geschlafen. Und ich werde ein bisschen aus dem Auto was ausräumen. Und zwar die Tagtasche nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Und den Rest werde ich noch im Auto lassen, weil wahrscheinlich werden wir heute im Garten heute wieder zelten. Schauen wir mal, wie das Wetter überhaupt ist. Also wenn es so bleibt, so wie jetzt ist, um Gottes Willen, am besten würde ich gerne jetzt am Meer sein. Aber ich glaube, das wird so bleiben. Jetzt sieht man auch die Mama bald. Ja, ja, oh. McDonald's, Amy, Sophie, meine pelzigen Kinder. Und die Mama ist auch da natürlich auf dem Computer. Beantworte Kommentare. Sehr fleißig. Und auf was wartet ihr jetzt? Gassi. Wir fahren schon Gassi. Na, hör auf. Gassi? Also, der Papa frühstückt ganz normal, denkt man. Und dann schaut man hier nach unten. Und der Beef einen. Die ganze Mausefamilie. Sophia auch eine. Und wo ist die Amy? Das ist die Amy, komm. Sei nicht so gierig. So, und jetzt schneidet der Papa sie für sich auch eine Scheibe. Mhm. So, die Sophie, Skridi. Amy, das ist der Beef und das ist der Papa. Boah, Papa ist auch ein großer Maus. Eine Ratte. Die Hose an. Sogar fast Ratte. Na, mal sehen. Die Amy ist die gierigste, wie man sehen kann. Der Beef. Nee, der Beef auch. Und die Sophie, weil sie wartet immer so brav. Na, sie ist ganz zartig, schau. Die Amy wird am liebsten den ganzen Käse aus dem Mund rausziehen. Mir. So, meine Lieben, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal was gebloggt haben. Ich glaube, wie der Papa nach Hause gekommen ist. Auf jeden Fall ist heute bei uns so ein richtig entspannter Sonntag. Wir sind im Garten. Moment, ich stelle euch mal kurz ab, weil die Kamera so schwer ist. Also, wir sind auf jeden Fall im Garten. Wir zwei, also der Papa und ich und die zwei Kleinen. Die Michelle ist ja nach Hause gekommen mit Papa und hat sich geduscht und hat sich dann sofort hingelegt. Die war ja sowas von hundemüde, die hat ja überhaupt nicht geschlafen. Und ja, der Patrick, der ist im Haus, der lernt für seine
Fahrschule, der ist so tüchtig. Wobei, der schreibt ja Theorieprüfung auch erst, wenn er 17 geworden ist. Aber der ist halt so ein Lerner, der mag das total gerne, vorbereitet zu sein und ja, einfach um zu wissen, auf was er sich da einlässt, bevor er das erste Mal dann halt Auto fährt. Und ja, wir machen heute nichts Großartiges, außer chillen, den Sonntag genießen. Ich liege jetzt gerade in der Muschel mit der Luisa, die ist bei mir. Und der Papa, der liegt da. Aber den kann ich nicht filmen, weil der hat nur so eine, ja, Boxershorts an. Für zu Hause. Und ja, es ist richtig schönes Wetter. Es ist zwar warm, aber es ist nicht so brechend heiß. Es geht zwischendurch mal der Wind, wie jetzt zum Beispiel. Und dann ist es richtig angenehm, um einfach im Garten wirklich zu chillen. Und nicht, dass man einfach denkt, man stirbt an Hitze oder so. Das ist wirklich wunderschön. Ich habe mir jetzt ein neues T-Shirt angezogen, weil das andere war mein Schlafshirt. Und ich wollte jetzt nicht den ganzen Tag in meinem Schlafshirt rumlaufen. Auf jeden Fall bin ich jetzt ganz alleine im Garten. Die Kinder sind jetzt mit Papa reingegangen, als er zum Video weiterschneiden ins Haus gegangen ist. Und ich bin jetzt alleine hier geblieben, habe mir noch ein bisschen ausgeruht und werde jetzt den Pool noch ein bisschen nachbefüllen, weil ich gerade reingeschaut habe und gesehen habe, dass da jetzt schon so viel Wasser abgegangen ist. Und deswegen werde ich das jetzt gleich machen. Dass da jetzt eigentlich ja, ziemlich viel Wasser schon abgegangen ist. Und die Filter, also die Solarmatten laufen, der Filter läuft. Und es hat auch wirklich angenehme 28 Grad, das Wasser. Hab vorhin nämlich schon geguckt. Ja, also richtig gut. Ich liebe es, wenn es so 28 bis 30 Grad hat, dann macht Baden wirklich Spaß. Ob es heute noch was wird, weiß ich nicht, weil es doch ein bisschen windig ist, aber jetzt nicht kalt oder so. Aber ich werde nämlich jetzt Wasser reinfüllen. Automatisch wird es dann jetzt kälter. Und während das Wasser sich so ein bisschen befüllt, ich bin richtig aus der Puste, hey. Ich muss kurz in den Schatten. Werde ich ein bisschen aufräumen. Die Kinder sind ja jetzt alle im Haus, aber natürlich nehmen die diverse Spielsachen, Geschirr mit Früchten oder irgendwelche Sachen mit und es bleibt dann alles so, wie man auch sehen kann, überall alles verstreut mit den Sachen, mit denen sie halt immer spielen. Und ja, da gibt es auch Geschirr. Das habe ich übrigens letztens beim Windeln.de Sommer Sale bestellt. Richtig süß, oder? Für die Kleinen. Ja, aber wie gesagt, Pool werde ich jetzt auf jeden Fall auffüllen und hier ein bisschen klar Schiff machen. Ganzen Klamotten und alles Mögliche, was da so rumliegt. Schaut da echt nicht schön aus, gell? Deswegen, let's go! Ich habe jetzt aufgeräumt. Tisch ist einigermaßen. Ich habe die ganzen Spiele da wieder reingetan. Das habe ich überlegt, draußen zu lassen. Also das ist eine Spielzeugkiste und eine Picknickdecke. Da setze ich mich mal ab und zu mit der Luisa am Boden, dann kann sie schön spielen. Das sind so Essentials, die wir immer draußen lassen. Sonnencreme, Wasser, ein Spray. Das Handy nehme ich mit, die Gläser muss ich auch mitnehmen, die iPads. Und ich habe jetzt gerade auch bei den Enten und Hühnern ein bisschen das Wasser ausgetauscht. Und zeige ich gleich. Ich habe da
ein frisches Wasser reingetan und hier beim Badewasser auch. Ja, geht sie gleich baden, die Ente. Das ist immer so schön. Ja, sehen wir sie das. Ich werde jetzt reingehen, weil ich habe mega Hunger. Und wenn ich diese mega Hungerphase zu lang überreize, wird mir leider schlecht. Und deswegen gehe ich jetzt schon rein und etwas schnabulieren. Ich bin jetzt im Haus und ich sterbe vor Hitze. Deswegen habe ich mir was Kühles zum Essen gemacht. Ich habe euch ja im Food Hall gezeigt, dass ich gerne Cottage Cheese mit Sauerrahm zusammenmische. Das schaut dann so aus. Dann mache ich dann Salz darüber und der Papa, der war so lieb und hat mir vorhin so ein Polenta gekocht und das ist warm und das ist kalt und es schmeckt so lecker zusammen, sage ich euch. So eine richtige Kindheitserinnerung. Meine Oma hat dazu auch immer so Rührei gemacht. Das hat mir, ich glaube mit Ei hat es mir nicht so gut geschmeckt. Ich habe es eher so gern gegessen und es schmeckt in dieser Kombination, das ist ein richtiges erfrischendes, sättigendes Gericht für den Sommer. Und man kann es auch mit Brot essen, aber ich finde es viel besser mit Polenta. Und aber bei mir ganz wenig gemacht, normalerweise macht aber immer so einen großen Teller. Ich brauche eh nicht so viel, also ich esse vielleicht ein Viertel davon. So richte ich mir das an, da habe ich so einen kleinen Ding rein und nehme so von dem ein bisschen und von dem ein bisschen und ich sage euch, das schmeckt einfach bombastisch. Ja, ein Chip. Es gibt keine Chips. Mein Papa macht jetzt Tomatensuppe. Okay? Schaut euch mal bitte an, wie süß meine kleine Lara da in ihrem Zimmer mit Barbies spielt. Lara! Mein Schatz. Bis jetzt hat sie die ganze Zeit gebürstet und angezogen und jetzt spazieren die Barbies, oder? Ganz alleine beschäftigt sie sich damit so richtig lange schon. Sehr gut, Schatzilein. Die Luisa und ich entspannen ein bisschen im Bett. Bist du müde, Luisa? Wir chillen jetzt ein bisschen. Die Luisa hat ein bisschen Tomatensuppe gegessen, die der Papa gemacht hat. Und ich habe mein Essen gegessen. Und jetzt bin ich müde. Aber schlafen werde ich natürlich nicht. Ich bin nicht so müde, aber so einfach liegen. Das ist gut. Boah, wir haben wieder so viele Fliegen im Haus. Ich sag so, ich hasse Fliegen. Wenn es ein Insekt gibt, wird das ich nicht ertrage, das Fliegen. Und die kommen immer beim Badezimmerfenster rein, weil das haben wir immer ein bisschen gekippt. Und da haben wir kein Fliegengitter. Und jetzt habe ich auf meinem Fliegengitter hier gleich drei Fliegen. Ein paar ekelhaft. Ich bin jetzt einfach zu platt, um die kaputt zu machen. Die Luisa hat ein Pflaster. Was ist da passiert? Was ist passiert? Tut einfach weh? Ja, bist du kleine Maus, ja? Ja. Bist du Mamis kleine Maus? Ja. Oh, wirklich? Mhm. Krieg ich einen Kuss? Mhm. Gib. Handy schauen. Handy schauen? Ja. Warum? Gib mir einen Kuschel. Du bist jetzt gerade so richtig müde und jetzt fangen sie an so herumtrotzen. So, meine Lieben, ich wollte mich jetzt vom Vlog verabschieden, weil mir geht es jetzt immer zunehmend schlechter. Das ist so ein typisches Abendritual bei mir. Bei mir ist ja immer abends die Übelkeit immer ein bisschen extremer. Deswegen habe ich mich hier mit Sahnetoffee ausgerüstet. Das hilft mir so ein bisschen. Und werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bevor es mir nämlich allzu schlecht ist und dann gar nicht mehr reden kann, habe ich mir gedacht, nutze ich gleich jetzt die Chance und sage dann Tschüss zu euch. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und ja, das war jetzt unser Sonntag. Den schließe ich hiermit ab, sozusagen. Gute Nacht und ja, für mich. Und schönen Tag euch und bis morgen.